Hallo und herzlich willkommen. In diesem kleinen Video möchte ich kurz die Themen vorstellen, die für relationelle Datenbanken wichtig sind. Die Frage hierbei ist immer, was muss ich alles wissen über relationale Datenbanken? Nun, die Antwort ist nicht ganz einfach. Denn es kommt genau darauf an, aus welcher Perspektive wir uns mit relationalen Datenbanken beschäftigen wollen. Betrachten wir nun eine relationale Datenbank bzw. ein relationales Datenbankmanagementsystem. In diesem relationalen Datenbankmanagementsystem haben wir es einmal mit einem Datenbankschema zu tun. Und dieses Datenbankschema ist innerhalb des Datenbankmanagementsystems abgelegt. Und natürlich hat jedes Datenbankmanagementsystem eine Schnittstelle, mit der wir auf die Daten zugreifen können. In der Regel gibt es mehrere Schnittstellen. Auf diesen Schnittstellen werden Anwendungen erstellt, die über die Schnittstellen eben darauf zugreifen. Die erste Perspektive ist die Sichtweise des Programmierers bzw. der Programmiererin. Hier stellt sich die Frage, wie erstelle ich Anwendungen? Welche Schnittstellen gibt es? Also reine Sichtweise der Programmierung. Was muss ich tun, um eine Applikation erstellen zu können? Das ist eine Sichtweise. Eine weitere Sichtweise ist die des Database Designers, also der, der sich mit Datenmodellen beschäftigt. Hier stellt sich die Frage, wie kann ich überhaupt Datenmodelle erstellen? Wie pflege ich die? Das ist eine weitere Sichtweise auf unsere relationale Datenbank. Und natürlich gibt es auch die Datenbankhersteller, also die Produkte anbieten. Und da steht im Vordergrund, was muss ich eigentlich implementieren? Welche Algorithmen sind wichtig? Also wie setze ich letztendlich ein relationales Modell von der Theorie in ein Softwareprodukt um? Das ist eine besondere Sichtweise, die aber bei unserem Kurs weniger eine Rolle spielt. Was schon eher für unseren Kurs interessant ist, was wir auch streifen werden, ist die Sichtweise des Datenbankadministrators, wenn es darum geht, ein Softwareprodukt, in dem Fall unser Datenbankmanagementsystem, im operativen Betrieb zu betreiben. Also, welche Wartungsaktivitäten gibt es, welche Tuning-Möglichkeiten gibt es? Das ist eine ganz eigene Sichtweise.